So, kommt zurück zu Roger Force und wir machen gleich den Showdown gegen die Ölmühleinheit. Und zwar mit meinem Heldengegner. Kann ja gar nicht gehen. Zwei fliegende, zwei normale Bombenkleine und dann noch vier laufende Bomben. Hoppala. Oh, ist sich doch noch ausgegangen. Goldheld ist doch noch verreckt. Ich dachte jetzt schon, ich wäre daneben geflogen. Aber doch noch mit dem ersten alle eliminiert. Und die Fahrzeugeinheit machen wir jetzt. Jetzt werden wir die ganzen schwarzen, angeblich schwierigen Kämpfe mal etwas dezimieren. Alter, das ist schon fast vorbei. Na. Ernst. Alter. Stunning like the boss, ey. Stirb. Perfekt und dann saved ihn das andere auf. Scheiß Pantherfahrzeuge, echt jetzt, fick dich! Ah, Dreck! Arsch! Oh, ein Todesbock getötet und ich bin auch tot, so gut wie. Stirb! Gott sei Dank, Gott sei Dank, geht sich das aus? Ja, komm, schlag ihn da durch! Ja, kill ihn! Durch die Wall! Ja! Wallshoot like a boss! Scheiße. Hat mich jemand entdeckt? Wo kam das A-Loch her? Ha! Treffer! Wo? Hier ist meine Bombe, fahr rein! Leck mich! Ernst? Aha! Aha! Fuck! Ich bin wieder fast im Arsch! Ich bin schon wieder im Arsch! Und das ging ja voll daneben! Nein! Er stirbt nicht! Und hin! Da. Das Pantherfahrzeug muss ich auch dran glauben. Und das war's. Mit den Fahrzeugen, die sich alle gegenseitig saven. Dann machen wir jetzt die Maschinenburg. Und zum Schluss die Taucher noch. Also danach kommt schon noch was, aber danach sind mal die drei angeblich schwierigen Camp weg. No mercy. Let's rock. Das war dann doch etwas zu viel verlangt von meinem Schwert. Aber immerhin das Schwert geht durch Dinge. Das ist ja schon mal etwas. Mein Ziel sollte etwas arbeiten. Das haut noch nicht so ganz hin. Der. Armee-Roboter! Aua! Aua! Hast du's dann? Hast du dann auch mal wieder? Danke! Sehr nett! Auch mal angreifen darf.
tritt mich natürlich. Ja, save deinen scheiß verkackten Freund einfach nicht. So. Weg. Wieder können sie. Und dein Ernst. Ich hätte das Schwert direkt in dem Moment aus, wo ich ihn töten will. Nein, nicht der mit seinem dämlichen Schild. Fick dich! Mit wen anderen? Ich bin nicht auf dem Dach. Ich bin nicht auf dem Dach. Der Kalake auf dem Dach. Ja, der Kalake auf dem Dach. Einzige Kalake auf dem Dach. Ja, spring rauf, dann trifft dich meine Bombe. Hier oben. Immer noch hier oben. Jumpstyle! Der Kalake stürzt sich in den Kampf und ist dann. Oh, ich hab zwei auf dem Dach. Ich war auf dem Dach. Ich hab zwei auf dem Dach. Oh, X wird das mal wieder aufs Dach. Zwei Snipes vom Dach. Sniping like a boss. Vielleicht will ich nicht hin. Sniper. Oh. Fuck, der kommt da hoch. Assi. Da hat den anderen angesehen. Du stirbst jetzt. Will ich nicht. Oh, vielleicht ganz einfach. Nee, nicht mit Schädel. Kann man lassen. Da ist der Tod. War ich noch? Ja, war ich ganz einen Angriff raus. Und tot, nein, tot. Oh, kein Ernst. Bin ich immer noch. Aber jetzt. Perfekt. Perfektes Teamwork. Eieiei. Hammer-Roboter. Go! Alter, Donner. Und ich kann natürlich gleich mal den Reichelgorn an. Ehrlichste Gegner von allen hier. Zieh! Ja, wie weit war ich denn bitte aus? Und ich bin im Arsch. Aber dich nehme ich mit. Ich sagte, dich nehme ich mit. Irgendwie hat er nicht so geklappt, wie ich das wollte. Der macht aus 5 Kilometern Entfernung mal seinen Nahkampf. Trifft sowieso nicht. Aber ja. Aus nächster Nähe schießt er einen Feuerball. Ist klar, ist klar. Pack Drillroboter. Echt? War weg. War weg. War weg. War weg. Immer noch nicht. Aber jetzt. Natürlich mein Spezial. Rot. So, geht doch. Und Megatonnenroboter bekommen. Bauroboter. Das ist halt vom Armee. Ein Bart ist halt vom Hammer.
Und dann machen wir eine Taucheinheit. Dann tauchen wir ab. Da kommen gleich zwei Chili-Taucher. Die sind kein Problem. Nein, ernst. Alter, lässt du mich vielleicht mal? Ich habe eine Riesenlanze. Ich einfach 5 Kilometer entfernt und der trifft mich trotzdem. Stirb einfach. So. Ah, da bin ich hier, da sollte ich vielleicht schon etwas weiter weg angreifen. Und direkt natürlich in seine Schüsse reinfliegen, damit wir hier ja Schaden bekommen, denn ohne Schaden macht mir das keinen Spaß. Stirb Chili, solange du kein Chili hast. Chili ist auch verstirbt. Ja. Der Taucher. Oh, Slow Motion. Yeah. Und da kommt der Chili-Taucher. Oder berührt zumindest. Der Taucher natürlich hat mich dann gehalten. Ja, Slow Motion. Gott sei Dank, wenn man unverwundbar ist, dann macht ein auch diese Verlangsamung kurz nichts. Finde ich auch. Wow, what the fuck. Finde ich auch nicht schlecht. Ich dachte, die macht mir trotzdem was. Aber anscheinend doch nicht. Ja, der Gelee ist auch also so schlecht, denn in seinem Gelee ist trotzdem noch schnell genug. Nein, jetzt bin ich. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nein, ich bin in einem anderen Tier. Na, so gut. Gott sei Dank. Ich bin drauf. Nicht ins Tier rein. Schon von draußen. What the fuck, der kommt näher. Weg, weg. Und dann direkt rein. Ist. Ja. Ruhe weg von mir. Nein, nicht. Ja, komm. Ich bin jetzt verarscht. Ich habe nach links gedrückt, nicht nach hinten. Piss dich. So, jetzt macht er jetzt hier auch nichts mehr. Jetzt ist er hin. Aber ich wäre auch fast gestorben. Das war eine richtige alles oder nichts Situation. Oh, ein Teertaucher. Aber B habe ich schon. Mr. Unkehrbolzen höchstpersönlich. Was nichts anderes heißt als eine riesen fette Poppy Army. Das wird wieder lustig, wenn wir uns im Kreis drehen. Eine richtige Party feiern, weil ich kein Ziel habe. Ja. Oh, Skill. Ja, natürlich durch die Wand, ja. Ich schieße auch immer mit Noten durch die Wand, natürlich. Wieso nicht? Ja, die verwirren sich gegenseitig. Kann auch recht sein. Und
Und nein. So. Ich bin wieder bei der Stufe da oder was immer. Ja. So, jetzt können sie mich mal. Macht mir das nichts mehr aus, die Musik. Wenn ja, die Musik spielen wie sie wollen, jetzt nicht mehr. Nein, nicht mehr, habe ich gesagt. Komm! Kill den verwirrten Modus, ja. Go! Nein! Haut daneben! Ja, Treffer! So macht man das. Copy. Metallic! Wir haben wohl noch ein Problem. Pass auf, wenn ihr einfach ein starkes Signal war. Todeskraft, oh nee. Nee, jetzt kommt doch. Ja, genau. Cyberdrache, den machen wir mal rein. Wir den noch zum Schienenbau, das sehen wir nicht. Todeskraft auch nicht. Todeskraft auch nicht. Ja, dann machen wir den Cyber-Todesdrachen. Den Obernur. Kein Problem, hier direkt. Perfekt. Den brauche ich auch nicht. Und wir zum Rüber und zweiten von denen. Oder ne, nicht den zweiten von denen. Sondern nur deinen zweiten von denen. Nicht sicherer. Etwa zwei ganz am Anfang. Und 440. Dürfen wir noch zwei Bomben melden. Die kommt hier gepasst. Go, Battle 2! Riesig! Und die riesige Power der GF-Energie und alle gehen auf ihn und keiner geht auf mich. Ich hab kein Ziel. Oh, ich hab einen getroffen. Treffer. What? Ja, genau jetzt kommt auch nicht natürlich. Was ist hier? Genau, das nächste Nähe. Ja, nicht so schnell. Weg! Will noch nicht sterben. Er hat seine Tracht kommen. Und da kommt die zwei auch noch irgendwie mit den letzten fünf. Und da kommt ein Treffer und ich bin tot, also Engel die auf Fernkampf. Oh oh, die kommen beide näher. Kann doch nicht beide attackieren. Oder doch? Oh, weg von mir, weg von mir.
go! Ja, jetzt kommt der Drache. Ich erwarte dich. Ich hab durchgeschossen, ich bin so gut. So. Und jetzt ist der Drache. Und in also, der wird ja unverwundbar nach kurzer Zeit, das heißt, das killt ihn nicht damit. Alter, wie viel hält der Punkt des Leben aus? Alter, ich treffe nie seine Füße. Er weicht immer so aus, dass ich genau durch seine Beine durchschieße. Einmal müsste ich noch treffen. Und das war's. Oh, den Körper unten. Den B. Ich wusste nicht, dass Leute überhaupt so wachsen. Ja, es ist aber Zeit. Und soll ich aber sagen, der nächste Part ist der letzte Part. Denn hier ist schon der galaktische Kaiser. Aber in meinen, ich besiege die Todeskraft hier, denn da bekomme ich meistens noch so einen Kopf und oder Körper von dem Cyberdrachen. Die hätte ich gerne, aber da nehme ich natürlich ultimative Einheiten. Also sagen wir mal zwei Samurai-Shoguns und zwei Klingen. Aber auf jeden Fall ultimative Einheiten hier. Ja, sonst habe ich ja keine Chance. Der mit irgendwelchen Moves anrücke. Ja. Ja, machen wir es. So. Also würde man sagen, das ist eine ultimative Einheit, die kann keiner besiegen. Den ersten Samurai schon vielleicht noch, aber bis zum zweiten kommt er nicht. Ja, den Samurai schon ist leider nicht dafür gemacht, Großbox aufzuschalten. What the fuck, 59 Schaden. Sorry dazu, ja? Aber du standst genau in der Schussbahn. Ah, das ist das Gefährliche. So, perfekt, direkt beim Spawn. Ein Double? Ne, doch nicht, schade. Fast ein Double Kill direkt beim Spawn. Spawn Camping like the Boss. Mal Spawn campen hier. So. Ach nee, jetzt kommt ein Rapinröster daher. Echt euer Ernst? Hasse die Chuchi. Ah, kommt ja nicht alles ab, ja? Huh! Da wollte ich mich wieder Super Cyber attackieren. Oder das normale, ich weiß nicht. Beide sind sich ziemlich ähnlich. Oh, das ist doch der Panzerroboter. Muschen sicher eigentlich hin. Die sollte man haben, vielleicht ein bisschen mehr. Ah, das war's fast. Na komm. Weg ist er. Nächster Spawn Camper. Double Kill. Geil. Gefällt mir gleich mal.
Und den Rubinritter gekillt. Diesmal konnte er es nicht abwehren. Jetzt müssten die, ja genau. Die ganzen Köpfe kommen jetzt. Und da ist schon der Körper. Und wenn ich den Kopf jetzt nicht rechtzeitig eliminiert hätte, hätten sie sich fusionieren können. Dann wäre da ein kleiner Cyberdrache gewesen. Nicht so ein gigantisch großer wie der vorhin, aber auch immerhin einer. Das normale Cybergirl war's, okay. Ja! Dein Ernst? Ich hab den! Hab ich gerade ernsthaft den Körper bekommen? Warte, wartet. Ich bin ein Schwager. What the fuck, ich hab den Körper! Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich hab den Körper des mechanischen Drachen! Des kleinen Cyberdrachen! Das heißt, den Kopf habe ich nämlich auch schon irgendwo. Ich glaube aber gerade im Lager. Das heißt, im VS-Modus könnte ich die beiden jetzt fusionieren und den kleinen Cyber... Warte mal. Ich will in einem leichten Kampf mal den ausprobieren, wie der so ist, was der so kann. Notfalls haben wir immer noch einen Neo-Gerot und einen Samurai-Shogun. Und natürlich nicht zu vergessen die Bombe. Machen wir das im Training mal. Das bringe ich jetzt noch in diesen Part. Um zu sehen, ob der überhaupt was kann ohne seinen Kopf. Ah! Wie geil, der kopflose Drache! Wuhu! Was kann der Fix? Ah, Fix kann er diese Strahlen. Ah, diese Kanonen da, ja. Die mir immer so im Arsch gehen. Ja, Alter, der ist geil, der ist geil. Der gefällt mir, der gefällt mir. Aua, das hab ich. Autsch. Sterben. Ja, fuck. Fuck, hab ich lieber kein Fly. Au. Ja, das wird zäh. Einfach blind durch die Gegend schießen. Anderes kann der nicht ohne Kopf, aber egal. Go, Tetsuya! Fuck, die haben einen Heiler! Alles auf den Heiler! Auf die Engelsrettung! Aber... Oh, go, go, go! Ich sehe gerade gar nichts, aber irgendwer ist unter mir. Mein Ernst, der hat wieder eine Heilerin. Yeah. Ah, ich muss sagen, der mechanische Drache, yeah, im Widescreen. Oh, der ist geil, der ist echt geil. Oh, von Sasuke nochmal einen Dark Kristall, den habe ich zwar schon. Ich glaube zweimal sogar schon.
Auf jeden Fall gibt es noch einige Kämpfe, die werde ich noch machen im nächsten Part vor dem Galaktischen Kaiser. Zum Beispiel hier nochmal diesen schwierigen Kampf. Vielleicht kriege ich dann auch den Kopf nochmal. Wer weiß, wer weiß. Ja. Das, ja, erfahrt ihr alles im nächsten Part. Warte, speichern auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall gesaved werden. Also, bis dann und auf Wiedersehen.